unsere Energie. Warum ist das denn immer noch grün? Gedacht, bei so viel Blut auf dem Bildschirm wäre ich schon halb tot. Fuck, 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 fuck. Ja. Jesus, fuck. Oh, lecker. Gut, dass ich das nicht in VR spiele. Auf der anderen Seite. Die Taschenlampe ruhig noch anlassen können. Solid View. Wie wär's mit noch ein bisschen Chemfluid? Der mangelt's mir ja eigentlich gerade am meisten. Doch das, wo Mia auch runtergegangen ist. In Australien ist, glaube ich, alles fies giftig. Ey, du kannst dich doch schon ruhig anlassen. Oh, wunderschön hier. Hier kriege. Vielleicht sollte ich die hier dann auch nehmen. Ich weiß nicht, ich meine, ich könnte jetzt auch damit warten, aber ich wüsste auch nicht wirklich. Oh. Wobei hier ist es eh recht eng. Da kann ich mir auch einfach umgucken. Ohne dass ich groß was verpassen würde. Frank. Ist wahrscheinlich besser, diese Stimulants in so einer großen. In so einem großen offenen Bereich zu nehmen, wie vorhin bei dem Wohnwagen. Ich glaube, hier ist jetzt sonst auch schon nichts mehr. Und ist da irgendwie was hinter dem Bild? Nee. Was höre ich da? Fliegen. Na gut. Kugel jetzt mal wert. Da ist noch so eins. Vielleicht schaffe ich das ja. Hey. Shit. Halt still. Daneben. Auf der Reinigungsflasche stand, hey Bro, das habe ich nicht gesehen. Da unten eigentlich alles. Sieht nämlich aus, als wäre da. Oh, da ist eine. Leitung. Und hier? Ah, oh, hier ist ja noch ein. Schrank. Zoe, you tried to sneak up to the second floor again, didn't you? Do you think I wouldn't notice? Even after what happened to Evelyn, you just keep talking about some strange medicine. And what are you planning to do with my altar? You better keep those sticky fingers off of it. Nobody touches my sacred altar. You think your father and I are idiots? You spoiled, pathetic child. I wish you'd never been born. Unforgivably pathetic, yet always looking down on us and trying to leave her home after everything we've done for you. Pathetic, 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 pathetic. If you ever even touch my altar, I'll slice off your chest and serve it up as... Jesus, it's in Potrost. Nein, Katze. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, auf meinen Schoß zu laufen. Nein, Katze. Mach ich noch Burner Fuel? Bin mir unsicher. Ich meine, außer bei den Insekten bringt das ja vielleicht gar nicht so viel.
Ja, das wollte ich ja auch nicht. Ich wollte die Crank nutzen. Ich nehme mal an, dass ich da zurück kann. Ah. Muss ich jetzt dahin? Frage ist, wie ich da am besten hingehe. Ach, Pot Roast. Ach, ich habe die ganze Zeit Pot Roast gelesen. Mich gewundert, was das sein soll. Pot Roast, natürlich. Ich habe irgendwie. Mein Gehirn war zu dumm, das Wort zu zerteilen. Korrekt zu zerteilen. Mal hier lang. Man hier. Holy shit. Kommt jetzt aber nicht hier durch, oder? Aber wenn ich die Tür aufmache, sind doch direkt die Viecher da, oder? Wo solange sie weggeht. Ich muss ja hier rechts durch. Wow, Jesus! Go, 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 go. Go, 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 go. Hör zu. Jetzt bin ich im gelben Bereich. Oh, da sind ja auch wieder welche. Sogar ganz schön viele. Ich kann nämlich an den einen da ranschleichen. Voll. Also speichern wäre jetzt eigentlich auch mal ganz schön gewesen, aber ich traue mich nicht darüber zu laufen. Einfach mal, dass da jetzt auch was zu speichern ist. Wobei, es sieht irgendwie gar nicht mal so danach aus. Aber guck mal, wer da langläuft. Nee, danke. Wer muss schon speichern? Was ist denn? Hallo? Und nochmal. Was? Was war das? Nochmal mehr Burner Fuel, Toilet Paper. Wo ist sie denn jetzt? Oh, sie ist da. Dann müsste ich jetzt eigentlich einfach den Weg wieder zurückgehen, den ich genommen habe. Dann könnte ich direkt zu der Tür da drüben. Aber ich würde ja schon gerne speichern. Aber die scheint hier rumzulaufen. Das heißt, wenn ich speichern will, würde ich eher versuchen, vielleicht durch den Gästen. Nee, ist ja genauso scheiße. Dann muss ich auch hier hin. Ich hatte irgendwie gedacht, der Guestroom würde direkt zu. Yes, there you are. Hast du mich denn gesehen? Durchs Fenster oder was? Okay. Wir laufen einfach. Oh nein, da ist sie. Da ist sie, da ist sie. Wenn sie da ist, kann ich jetzt vielleicht den anderen Weg nehmen? So sympathisch, nicht wahr? Ich würde echt gern speichern. Oh, aber da sind auch so viele Viecher. Wobei das auch noch so ein Regal mit Zeug drin. Ich will doch irgendwann wissen, was da ist. Ein kleines, ja. Genau. No. Burner Fuel, Burner Fuel, hallo. Das hat sich gelohnt.
ist sie jetzt? Wenn ich von hier aus zum Speicherraum möchte, müsste ich jetzt eigentlich nur hier dran vorbeilaufen. Oh scheiße, die Tür ist auf. Kann ich nicht halt aufmachen? Sehe ich auch nicht so. Ich wag's jetzt einfach. Also. Go, go. Inzwischen ist es nicht nur das Speichern, sondern auch mein Inventar ist ganz schön voll. Okay. Erstmal wieder alles wegtun. Oh, wir haben 8 Antique Coins. Wenn wir noch eine finden, könnten wir doch die Magnum holen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Crank jetzt noch brauche. Andererseits habe ich den Platz ja gerade eigentlich noch. Oder? Hm. War mein New Save Day? Oh, reached the maximum, okay. Habe ich auch viel Kämpfluid. Okay. Shotgun-Shells kann ich gar nicht machen. Das ist ein bisschen doof. Naja, mal sehen. Muss ich erstmal irgendwie den Schlüssel hier eingesetzt bekommen. Moment, ich kann doch auch da durchgehen. Warum habe ich das nicht gleich bedacht? Ich Idiot, ich hätte das vorhin auch machen können. Ich hätte doch in dem Hauptraum über die Brücke gehen und dann hier lang laufen können, um zum Speicherraum zu gehen. Naja. Holy shit! Oh oh. Alright, you little cocksucker! Let's get down to business! Mach ihn jetzt. Die haben wir geholt. Aua. Scheiße. Okay. Alles klar. Dass ich gespeichert habe. Scheiße, da kann ich keinen Bild. Muss ich hier irgendwas machen? So. Ich muss sie irgendwie abschießen oder so. Oh, jetzt vielleicht? Doch mal nicht. Ich muss auch noch nachladen. Ist vielleicht die Lampe kaputt schießen? Das wäre doch was. Ihr scheiß Viecher. Oh, ne, Moment. Oh. Ich sollte vielleicht lieber verschwinden. Okay. Das hätte man bestimmt noch besser machen können, aber was soll's.
target acquired. What? What the f- regarding the Sirius Serum, the following items... Order, failed text. Able synthesize serum, D-Series cranial nerve, D-Series peripheral nerve. I think that's it. I don't know what's mit. Okay. Go! Hat hier noch irgendwo eine Dose Bier? Well, did he find a serum? I just got done dealing with your mom and her fucking bugs. Wish you could have warned me. Sorry about that. What about the serum? I haven't found any. But I did find out we need to make one. A D-Series head and an arm. This can't be right. A head? I think I have that around here somewhere. You do? I don't know about the arm, though. Have you searched the whole house? No, not yet. I still need to check the second floor here. All right. Check it out. Meet me at the trailer if you find it. Mhm. Ich hab es gar nicht. Also ich habe aus diesem Text und diesen Bildern habe ich jetzt gar nicht so sehr entnommen, dass wir genau das brauchen. Aber okay, wenn er das so verstanden hat. Hier vielleicht noch mal irgendwie was zum Speichern. What the hell? Okay. October 11th. My ears have been ringing all day and I haven't been able to sleep since the child showed up. It's like Zoe says, there's something strange about the child and the woman she brought with her. October 15th. I'm seeing things, hearing things, can't stop feeling nauseous. I went to see the doctor in town and he gave me an x-ray. What's happening to me? October 23rd. The child gave me a present. October, kein Datum mehr. I put the present in the secret room right at the back of the second floor. Secret room, huh? Where nobody will find it. That arm is a sign of the child's trust. That arm will lead us to happiness. And anyone who corrupts that happiness, I won't allow them to live. Schalterteppich. Shotgun Shells, okay. Ich habe so langsam das Gefühl, dass es Zeit ist, die Shotgun auch mal auszupacken. Damit habe ich echt eine Menge Patronen dafür. Hallo? Ach, das sind noch die kleinen Motten da, ey. Ich hab was Riesiges hier gesehen. Scale and the door seem to be connected. Okay. Ey, wir können uns die Magnum holen. Sollte ich das tun? Ich habe bei der Magnum halt so ein bisschen Schiss, dass ich die dann die ganze Zeit nicht benutze. Bis ich irgendwann beim letzten Endgegner bin, viel zu viel Schuss dafür habe und sie dann gar nicht mehr brauche oder sowas. Und mit Max Health oder solchen Sachen vielleicht sogar besser zurechtkäme. Was war das? Sicher. Kann es sein, dass wir Margarets Lampe brauchen? Hey, die ganze Zeit so ein... Oh, wie wär's mit dem? Manchmal bin ich echt blind. Zu wissen, wie es weitergeht. Aber nochmal zurück kann ich doch eigentlich auch nicht, oder? Oh. Oh nein. Kommt das etwa jetzt? Darf ich speichern? Ich gehe mal schnell speichern. Und ein paar Waffen holen.
Ich würde ja jetzt den Chat abstimmen lassen, ob ich mir die Magnum holen soll, aber ich glaube, die Leute, die das Spiel schon kennen, wären dann halt so ein bisschen voreingenommen. Vielleicht können ja die Leute, die das Spiel nicht kennen. Kein Magnum, lieber Cornetto. Genau. Okay, ich speichere erst und dann mache ich mal ein bisschen Rumgemische. Beziehungsweise sortiere ich meinen. Ist dann neu. Okay, Christian sagt schon mal Magnum, ja. Mehr Power ist mehr Power, ich meine, da ist was dran. Dann hätte ich gerne die Shotgun. Und sämtliche Shells dafür. Ich glaube, die Crank tue ich jetzt wirklich mal weg. Sah nicht so aus, als ob ich die gleich nochmal bräuchte. Mit dem Schlüssel bin ich mir nicht sicher, wobei... Das sieht eigentlich jetzt nicht so aus. Auch mal weg. Das Ding hier kann ich, glaube ich, nochmal nachladen. Dann habe ich noch einen Platz mehr. Könnte ich jetzt theoretisch zurücklaufen und mir die Magnum holen? Müsste eigentlich nur da lang und dann dahin. Ich weiß ja nicht, ob ich das Haus jetzt noch verlassen kann. Ansonsten hätte ich... Ich würde gerne mal diese Enhanced Handgun-Dinger ausprobieren. More powerful klingt ja eigentlich ganz cool. Change Ammo ist G. Okay. Das heißt, ich nehme die Waffe hier. Wenn ich jetzt G drücke, habe ich das. Okay. Ansonsten... Wir haben noch so viel Gunpowder. Und ich habe gar nicht mehr so viel für die Pistole. Jetzt nochmal mindestens einmal normale Pistolenmunition, weil die werde ich ja sowieso früher oder später brauchen. Und ich habe gerade gespeichert. Ich würde jetzt tatsächlich mal eben gucken, ob ich das Haus verlassen und zum Wohnwagen zurück kann. Oder ob das nicht geht. Ah! Da muss ich ja hier wieder durch. Ja, die Safe Room Musik ist hier ganz cool. Das fand ich damals schon auf Dauer ein bisschen nervig, hier durchzugehen. Das ist halt ekelig beim ersten Mal und auch ganz cool gemacht. Nur wenn man dann jetzt halt öfter da durchgeht, hätte man es vielleicht auch ein bisschen schneller machen können. Oh Gott. Also meine Vermutung ist, bevor ich diese Lampe da nicht aufhebe, passiert hoffentlich nichts. Sicher bin ich mir aber auch nicht. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Oh, okay, das geht. Also dann Magnum Time, würde ich sagen. Ich könnte mir auch mal so einen Psycho-Stimulant reinziehen im Haus. Gucken, ob ich noch irgendwas verpasst habe. Fucking Puppen, ja. Könnte ich auch drauf verzichten. So, ich mach nochmal einen neuen Save. Und dann... Achso, Münzen müsste ich dann natürlich auch holen. Ich habe gerade nur eine im Inventar. Ne, ich habe gar keine mehr. Nein, nicht das. Die bitte. Kann man quasi schon mal anzahlen, wenn man noch nicht alle hat. Oh. Alles klar. So, ich sehe gerade, ich habe nur noch eine Sache zum Heilen.
Ich habe 5 Kräuter? Jesus. Mach ich mal noch was zum Heilen. So, das Messer. Ich glaube, das brauche ich jetzt gleich erstmal nicht. Mach ich das dahin. Das dahin. Das dahin. Und die dahin. Sehr schön. So. Noch was zum Heilen. Das kann ich wieder wegtun. Sonst noch irgendwas? Ich habe 2 Psycho-Stimulants. Dann würde ich vielleicht tatsächlich mal 1 mitnehmen und gleich nochmal in dem Haus benutzen, um zu gucken, ob ich da noch irgendwas verpasst habe. Was denn? Ich weiß ja auch gar nicht, ob jetzt ein Bossfight kommt oder noch nicht. Ich weiß nur, dass da irgendwann einer kam und der echt... Ich habe ihn tatsächlich verdrängt. Ich habe so gut wie keine Erinnerung mehr daran, außer dass ich hinterher gedacht habe, ui. Und was, das Einzige, woran ich mich noch erinnere, ist, dass ich danach einfach keine Patronen mehr hatte. Von nichts. Deswegen möchte ich diesmal entsprechend ausgerüstet sein. Vielleicht habe ich mich damals aber auch dumm angestellt. Das kann natürlich auch sein. Bevor ich jetzt fröhlich rumlaufe auf der Suche nach Items, muss mal wissen, ob noch Viecher da sind. Zum Beispiel das da. Hab ich das Messer natürlich weggetan. Ich nehme mich über das. Reicht das nicht? Doch, reicht. So, ich nehme das jetzt einmal. Gucken, vielleicht habe ich hier doch noch Sachen übersehen. Ja, da geht's ja schon los. Das muss dann ja in diesem... Oh, da habe ich auch was übersehen. Meine Fresse, ey. Magnum-Patronen sogar. Oh, Halleluja. Da ist auch was. Also, wie blind kann man denn sein, ey? Ich habe mich hier doch sogar umgeguckt. Ach, das ist der... Ah, den habe ich doch vorhin auch... nicht gehört. Also, andersrum. Ich habe ihn gehört, aber nicht gesehen. Stimmt. Ah, Jesus. Das ist ein bisschen doof, weil eigentlich wollte ich das Zeug noch auch bewahren. Mal, das bitte nicht machen. Was ist denn da jetzt schon wieder noch? Oh, da ist einfach mehr. Hebst du das vielleicht auch mal auf? Okay, dann habe ich ja jetzt wieder was. Habe ich noch nichts mehr zum Heilen. Andersrum. Ich habe was zum Heilen, aber jetzt habe ich. Muss ich es einsetzen. Habe ich keine HP mehr. Obwohl, ich bin noch grün. Dieses Blut auf dem Bildschirm, das irritiert mich mal voll. Das sieht immer aus, als wäre ich jetzt schon so gut wie tot. Und dann gucke ich auf die Uhr und bin eigentlich noch grün. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass das Zeug jetzt eh wieder geklungen ist. Wenn ich jetzt gleich krepiere, muss ich natürlich alles nochmal machen. Nur 3 Patronen dafür. Okay. Oh, die Lampe ist ja sogar weg. What the fuck? Well, that's special. Nein. Ich gerade vage Flashbacks.
Oha. Wie geht's denn da hin? Sieh an, da kann ich ja gleich nochmal speichern gehen. Bin mal lieber vorsichtig hier. Und ansonsten sieht es aber ja noch ganz gut aus. Ready to rumble. Ja. Oh, ist doch ein Kämpfer, hallo. Toll, das bin ich. Hätte ich die nicht gerade finden können. Zeug ist. Treasure Photo. Hey, das kenne ich doch. Da habe ich jetzt aber keinen Bock, da ganz wieder zurückzugehen. Das mache ich dann später. Das war, dieser Aschenbecher war, glaube ich, in dem einen Safe Room. In dem da. Ich glaube, da war der Aschenbecher. Dafür müsste ich dann jetzt hier irgendwie wieder ganz zurücklaufen. Können wir später machen. Oh, ich hätte ja sogar einen Lockpick, aber den habe ich jetzt nicht dabei. Separating Agent. Solid Fuel. Zwei Kräuter. Hm. Das ist eine scheiß Tür, ey. Fick dich doch. Oh. Da haben wir auch den Autosave. Is blocking the way. Ja, wow, das musstest du jetzt unbedingt mit F untersuchen. Ich meine, das habe ich auch so gesehen. Ah, klappt ja wirklich. Scheiße, ich habe keinen Platz mehr. Ich kann irgendwas mischen? Oh, ich kann was mischen. Okay, dann mache ich halt noch was zum Heilen. Oh, nee, das geht auch nicht. Dann heile ich mich halt einmal. Dann mache ich was zum Heilen. Wieso geht es denn immer noch nicht? Oh, ich Idiot. Ja klar. Moment, ich mache Retry. Ich hatte ja gerade ein Autosave. Da war ein Aschenbecher und eine Toilette daneben. Also wirklich krass verletzt bin ich ja jetzt noch nicht, dass ich mich unbedingt heilen muss. Ich hatte irgendwie gedacht, wenn ich mich einmal heile, habe ich einen Platz. Aber die Heil-Items sind ja hier gestackt. Ja, da kann ich das halt erstmal nicht aufsammeln. Ich muss erstmal dafür sorgen, dass es da ist. Wenn jetzt wirklich kommt, was ich denke, das kommt, dann werde ich wahrscheinlich eh gleich meinen Flammenwerfer leer schießen. Hallo? Oh, die Psycho-Stimulants wären jetzt aber bestimmt geil hier.
not. Locked. Ist nicht verkehrt, wenn ich hier eine Tür mehr habe. Anscheinend müsste ich noch nehmen können. Oh, jetzt habe ich aber echt viele. Ich habe 30 Schuss für die Shotgun. Alles klar. Was ist das für ein Geräusch? Ike, nein, ich will dich. Okay. Ich fahre nach Hause. Nein, danke. Nein, danke. Oh, du kommst ja genau zum richtigen Zeitpunkt, Simon. Das wolltest du doch immer schon mal sehen. Oh, die ist so ekelig gewesen. Wo ist sie? Oh. Hier, du kriegst erstmal meinen ganzen Flammenwerfer ab, damit ich den leer machen kann. Dann laufe ich weg. Magnum? Ich weiß nicht, ob man bei ihr irgendwo drauf schießen muss. Also jetzt wenigstens erzählen, wie deine Tastatur schmeckt. Ich habe echt davor gesessen und gedacht, Poach Roast? Was soll das sein? Oh nein, jetzt kommt die auch noch. Ich habe gerade meinen Hamburger leer gemacht. Ich kann das, glaube ich, immer noch nicht aufheben. Oh, doch. Ab, ihr scheiß Viecher. Sind sie? Also die Viecher habe ich, brauche ich ja jetzt echt nicht. Komm mal her. Oh Gott. Oh Gott, ich hätte den Flammenwerfer nicht leer schießen sollen. Gerade. Das war keine gute Idee. Wo ist sie? Oh Gott! Oh, sie hat mich gerade gekillt. Ja, Poach Roast habe ich auch gelesen, als ich das gesehen habe. Okay. Moment. Also mich nervt das gerade ein bisschen, dass ich so viel im Inventar habe. Kann ich... Der Wohnwagen ist ja jetzt wirklich hier direkt um die Ecke. Natürlich Hände gewaschen. Ich bin einfach schnell. Ich weiß noch, wie Christian bei Virtuous Last Reward mich nach dem Pinkeln gefragt hat, ob ich den Schniedel aus dem Fenster gehalten habe, weil ich so schnell war. Dann erstmal nicht mehr aufhören könnte, mich zu, konnte, mich zu beömmeln. So, das tue ich noch weg. Ah, nur noch eine Kämpfluid. Das ist ein bisschen kacke. Das hätte ich jetzt überlegt. Mach ich mir nochmal Enhanced Handgun Ammo? Ich meine, Schaden machen ist eigentlich immer gut. Achso, ich Idiot. Dafür brauche ich ja nicht Kämpfe, dafür brauche ich Gunpowder. Und das habe ich noch. Ansonsten. Ich könnte mir noch mehr. Mir noch mehr zum Abfackeln machen. Andererseits, ich weiß gar nicht, ob ich den Flamethrower nach der ganzen Passage nochmal benutzt habe. Ich weiß nämlich nicht, ob da nochmal Käfer kamen. Oder andere Insektenviecher. Ich
tue das jetzt erstmal weg. Das und das auch. In der Hektik werde ich eh nicht dazu kommen, glaube ich, mir noch Heilmittel zu basteln, wenn ich doch noch welche brauche. Das Mikrofon ist irgendwie gar nicht richtig ausgerichtet. So. Schauen wir mal. Okay, dann werde ich gleich mal direkt draufballern mit Shotgun und Magnum und mir Flamethrower für die Insekten aufsparen. Ach ja, das war ja ein falscher Eingang. Muss ich hier drüben rein. Ob ich jetzt nochmal ein Autosave kriege? Plan steht, genau.